Würde ich sagen, starten wir Way of the Hunter. Let's go. Ja, ich muss jetzt natürlich erstmal wieder reinkommen. Ich habe ja jetzt schon wirklich einige Zeit nicht mehr gespielt. Aber wir kriegen das bestimmt schon wieder hin. Wir sind in der Hütte. Ja, erlege Hollywood den Maultierhirsch mit einem abnormalen Geweih. Warte, bevor die Tür. Wir schauen mal. Okay, hier war Waffenwechsel. Hier haben wir die Schrotflinte mit dabei. Und hier ist das Jagdgewehr. Genau. Nachgeladen ist, oder? Ich gucke noch mal ins Lager. Und ich hatte mir was überlegt. Und zwar gab es, das wollte ich jetzt eigentlich beim letzten Mal schon machen, hier, Rehlocker. Wir haben 1642. Gänse, Hasen, Raubtier, Elch. Wapiti, Reh. Wir brauchen aber... Hollywood ist ein Hirsch. Grunzen des Junghirsch ruft Männchen in schlechter Verfassung. Grunzen des Trophäenhirsch ruft Männchen in guter Verfassung. Hier, Weißwilde Maultierhirsch. Den brauchen wir ja. Rehe. Ruft Männchen in schlechter Verfassung. Geräusche. Brunftlaut. Ja, dann würde ich den hier doch holen, oder? Weil hier holt er bloß Rehe. Und den brauchen wir aber. Wir wollen ja den Maultierhirsch haben. Also das wäre jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht für Hollywood-Jagd. Weil wenn wir den jetzt wieder verpassen oder einen schlechten, wie soll ich sagen, einen schlechten Ort haben, weil der Wind wieder so beschissen steht, wie das letzte Mal, dann könnten wir doch damit rufen und vielleicht kommt er dann auf eine andere Position oder sowas, ne? Also wäre vielleicht gar nicht mal so doof. Ich kaufe das Ding einfach. Inspizieren. Achso, da kann ich es mir angucken, nicht wahr? Ja, gut. Und dann Ausrüstung anbauen. Wir haben 892. Dann habe ich mir überlegt, weil mit der Schrotflinte haben wir letztens, du hast halt nur Kimme und Korn gehabt. Und mit der Schrotflinte hat man das nicht sehr gut gesehen in dem Sinne. Und da dachte ich mir, hey, lass uns doch das noch kaufen. Und das auf die Schrotflinte draufhauen. Weil das ist doch für die Schrotflinte, oder? Das hat einen Zoom von 1. Das hatte ich mir beim letzten Mal, wo wir gespielt haben, halt schon überlegt. Und ich denke, das wäre doch ganz praktisch. Oder? Also, ist auf jeden Fall, weiß nicht, Karabiner. Das ist für einen Karabiner. Aber einen Karabiner haben wir nicht. Ich würde halt das hier nehmen. Und dann auf die Schrotflinte machen. Ja. Jetzt haben wir zwar bloß noch 92 Geld oder Gold oder keine Ahnung, was es ist. Aber ja, ja, prima. Zack, draufgesetzt. Easy. Locker. Oh. Guck mal einer an. Das habe ich nämlich letztens auch erst gesehen, wo ich die Folgen geschnitten habe. Man kann ja auf die Seite drücken und dann kommt hier noch mehr Sachen. Okidoki. Locker und Lockstufen. Rufen. Wenn du es richtig machst, kannst du die Tiere auch näher zu deinem Standort locken. Kaufe einen Locker für die Tierart, die du anlocken willst. Um zum Beispiel ein Reh zu rufen, würdest du einen Rickenlocker verwenden. Das war das, was wir vorhin gesehen haben. Das andere, was, ja, wo Rehe dabei standen. Rehlocker. Damit es denkt, dass ein Weibchen in der Nähe ist.
Aber Raubtiere reagieren auf das Geräusch ihrer Beute, auf die Geräusche eines verletzlichen Tieres. Wenn du einen Locker gekauft und ausgerüstet hast, ist es wichtig, dass du ihn richtig einsetzt. Andernfalls ist es riskant und das Tier könnte dich erkennen und weglaufen. Jeder Locker hat eine Zeitspanne zwischen den Rufen, in der du nicht erneut rufen solltest, weil das Tier sonst erkennt, dass etwas nicht stimmt. Der erste Ruf ist normalerweise perfekt und lockt das Tier näher heran. Damit die Tiere noch näher kommen, musst du ihn zum richtigen Zeitpunkt wieder einsetzen. Der richtige Zeitpunkt ist, wenn sich die Rufanzeige in der Mitte eines Rufzeitraums bewegt. Okay, das müssen wir erstmal rausfinden, beziehungsweise erstmal angucken, wie das überhaupt aussieht. Aber vielleicht sehen wir ihn ja auch so schon wie das letzte Mal. Wäre cool, auf jeden Fall. Okay, Lockstufen. Je nach deiner Erfahrung und dem Typ Locker kann es bis zu drei Lockstufen geben. Und die sind für jeden Locker unterschiedlich. Um auf höheren Lockstufen zu kommen, musst du zuerst einige Vorteile freischalten. Aha. Okay, also müssen wir erst damit Tiere anlocken, damit wir überhaupt, ja, was machen können in dem Sinne, um da aufzuleveln. Wissenswertes über die Jagd. Böcke sind im Herbst in Kämpfe verwickelt. Sie konkurrieren um die Vorherrschaft, indem sie ihre Geweihe zusammenschlagen und sich hin und her schieben. Das Geräusch, das bei diesen Kämpfen entsteht, ist das Klappern des Geweihs. Du kannst echte Geweihe, künstliche Geweihe oder sogar einen Sack mit unterschiedlichen großen Holzstöckern verwenden, um das Geräusch von kämpfenden Böcken zu erzeugen und sie zu deinem Standort zu locken. Interessant. Okay. So, ich würde aber, ich weiß gar nicht, wo konnte ich denn das sehen? War das auf der Karte? Hier. Es ist 7:32 Uhr. Ich hatte mir, wo habe ich denn das hingelegt? Sheet. Ich hatte mir das letzte Mal aufgeschrieben, wann wir losgegangen sind. Das war, glaube ich, 2 Uhr oder 3:33 Uhr. 3:33 Uhr war es. Gut, jetzt ist es 3:36 Uhr. Ich würde sagen, wir schlafen bis 3:36 Uhr und dann gehen wir runter zum Ort, wo, ja, wo Hollywood ist. Und dann schauen wir uns das an. Ich werde aber, weil ich das letzte Mal schon festgestellt habe, ich werde mein Licht hier ein bisschen runterregeln. Ich hoffe, das geht trotzdem noch für euch in der Kamera, dass ihr mich einigermaßen seht. Aber wenn ich so viel Gegenlicht habe, dann, warte mal, ich mache mal das lieber ein bisschen heller. Da gucke ich nicht so viel rein. So, sollte eigentlich funktionieren, glaube ich. Wenn ich so viel Gegenlicht habe, dann sehe ich den Bildschirm ja so schlecht. Und deswegen ist das Bild jetzt mal ein bisschen dunkler. Es tut mir leid. Aber ja, wir wollen ja Hollywood auch sehen. Gut. Wir haben geruht. Es ist Nacht. Oh, was war denn das gerade? Leute, der macht keinen Scheiß. Wow. Okay. Hier brüllt schon alles. Haben wir hier schon was? Na gut, ist auch egal. Wir laufen hin, weil, ja, wir kriegen Punkte und wie sagt man, für Verbesserung halt. Also, ja, wir können leveln dadurch. Also laufen wir in Ruhe dahin. Noch können wir ja sogar schneller laufen. Geht ja sogar automatisch. Wir sind ja noch nicht im Gebiet. Also wir müssen im Grunde genau darüber, also an dem Fluss da lang. Und ja, schauen dann mal, dass wir den Hollywood vor unser Gewehr kriegen. Wäre halt echt gut. Das letzte Mal
haben wir ihn einmal angeschossen. Oder ich. Oh, 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 oh. Schaut mal. Oh, ich würde gerne schießen. Der Wind ist recht gut. Oh, der ist doch so perfekt gerade. Wir gehen auf 200. Ich glaube, den haben wir erwischt. Da rennt er. Er wird langsamer, nicht wahr? Jetzt macht er einen Abgang. Das war's. Auf geht's, wir haben ihn. Also, nicht Hollywood, aber... Das war jetzt ein anderer Hirsch. Aber wenn wir jetzt einmal hier sind, würde ich den mitnehmen. Guck mal, der andere ist dahinter. Rennt immer noch darum. Ich hoffe, das war jetzt nicht schlecht. Weil... Ja, aber Hollywoods Revier ist ja ein ganz anderes. Ich hoffe es mal nicht. Das mit dem automatischen Laufen ist echt gut. Oder ich hoffe jedenfalls nicht, dass das jetzt die Gruppe war, die wir... ja, erlegen müssen, wo der vielleicht dabei ist. Aber ich habe nur den Hirsch jetzt gesehen. Also gehe ich mal davon aus. Tier beanspruchen. Was haben wir denn hier? Oh, den haben wir ja gar nicht mal so schlecht ja, hier voll ins Gelenk natürlich geschossen. Aber den habe ich gar nicht mal so schlecht erwischt. Linker Lungenflügel. Der Wind. Okay, Schussentfernung 137 Meter. Oh, ich hatte gedacht, der war bei 180 Meter. Aber okay. Was haben wir bei der Übersicht? Männlich, ausgewachsen. 142. Oh, Trophäenwertung 2 sogar. 142 Kilogramm. Oh, das war ein richtig guter Hirsch. Das ist ja hier... Oh, wie hieß es? Die Genetik oder sowas? 73%. War gar nicht gut, dass ich den abgeschossen habe. Naja, egal. Lungenflügel, 3,50, bewölkt. Jo. Prima. Aber wir verkaufen. Gibt Geld. Haben wir wieder. Prima. So, na dann, aber weiter voran. Wir müssen da hoch. Und ich hoffe, wir ja, sehen Hollywood trotzdem, auch wenn wir jetzt hier geschossen haben. Ich muss vielleicht meinen Kopfhörer ein bisschen lauter machen, damit ich Geräusche höre. Und ich gehe mal auf den Weg. Komme ich hier durch? Der geht nicht durch Wasser, ne? Mist. Dann muss ich da hinten durch. Wie ein Geist. Neuer Vorteil freigeschaltet. Was haben wir denn da freigeschaltet? Charakter. Hier, oder? Wanderer? Wie ein Geist. Oh, 15% weniger Lärm bei der Bewegung in aufrechter Haltung. Ja, prima. Das ist super. Gehe in aufrechter Haltung. 15, da haben wir genau die Hälfte jetzt. Hier auch.
Ja, super. So kann es ruhig weitergehen. Genau das Richtige gerade für unsere Jagd, dass wir das jetzt gerade gekriegt haben. So, ich werde mich aber trotzdem. Ach ne, noch brauchen wir das, glaube ich, nicht. Ich laufe mal lieber langsamer, weil. Ja, möglichst leise sein. Ich guck schon mal, ob ich irgendwas sehe. Wartet mal. Das ist kein. Nee, das ist eine Pflanze. Okay. Das ist eine Pflanze. Und hier steht unser Bettmobil. Naja, ich bin ja mal gespannt. Hoffentlich sehen wir die heute, ey. Das wäre echt gut. Ich würde den echt gern kriegen. Ich würde den echt gern kriegen. Kommt mir das nur so vor? Oder habe ich so ein bisschen Weißschleier hier auf dem Bild? Also, es könnte vielleicht an meinen Einstellungen liegen. So ein bisschen, glaube ich. Ich müsste da mal umstellen ein bisschen, was die Elgato angeht. Gut, ich sehe noch nichts. Ich versuche auch mal ein bisschen. Ja, der Wind steht schon wieder so beschissen. Der kommt halt immer genau von der Richtung hier. Dass wenn ich auf die Seite gehe, von wo ich halt gute Sicht habe, dass es da dann rüber zu die Tiere geht. Das ist halt so beschissen, ne? Ich bleib mal ein bisschen mehr im Unterholz. Und wir schauen mal, ob wir die irgendwo sehen. Ja, wie gesagt, wieder Geduld haben. Es ist ein Jagdspiel, das gehört dazu. Und hoffentlich kriegen wir ihn. Aber selbst wenn nicht, einen Schuss haben wir ja heute schon gelandet. War doch ein super Anfang. Ist natürlich die Frage, wie groß das Gebiet ist, wo der Jagddruck entsteht. Weil wenn ich daran denke, das andere Spiel, was ich gespielt habe, da hat man dann immer so eine lila Kreise gesehen, wo der sogenannte Jagddruck, also wenn man geschossen hat und wo die Tiere sich dann nicht blicken lassen, wo der halt war. Und das gibt's hier halt nicht, ne? Das sieht man hier nicht. Ich sehe kein Tier. Waren auch bloß Pflanzen. Weiß nicht, vielleicht war das wirklich die Gruppe, wo der mit dabei war. Die wir gerade ja angeschossen haben in dem Sinne. Wäre blöd. Da müssten wir nochmal zurück in die Hütte und schlafen und den nächsten Tag versuchen. Bis es klappt. Und das wäre schon echt schön, wenn ich den mal kriegen würde. Einmal hat man bisher vor der Linse und einen Schuss gesetzt. Aber ja, der war nicht gut. Der Schuss war nicht gut. Aber hier ist nichts, ne? Ne.
Hier ist gerade nichts. Gut, wir gehen einfach mal weiter. Kein guter Jäger. Was stockt denn das heute so? Irgendwie. Wir gehen langsam weiter und gucken. Vielleicht sehen wir ja doch noch eine Herde. Wie gesagt, schön geduldig sein. Und vielleicht probier mal den Locker mal aus. Ich weiß nämlich nicht, wie der funktioniert. Beim Fernglas wird uns angezeigt, wenn Tier in der Nähe ist. Oben. Deswegen vielleicht lieber mit dem Fernglas schauen. Das wäre ganz hilfreich. Ich habe es jetzt halt bestimmt verkackt durch den Schuss, den ich vorher gesetzt habe. Also durch den. Oh Junge, was ist denn heute hier los? Stockt ab und zu. War beim ersten Mal nicht. Aber die PlayStation dürfte eigentlich auch nicht zu heiß sein. Die steht an der Stelle, wo sie immer steht. Wie gesagt, wir schauen mal, wir gehen mal vorsichtig rüber. Vielleicht sehen wir ja doch noch irgendwo was. Die sind ja hier über das ganze Gebiet immer gelaufen. Also halt. Nein, Büsche. Okay. Hier, diese Büsche da genau in der Mitte, die irritieren mich immer. Die sehen immer so ein bisschen aus wie Rehe. Und ich habe halt mein Jagdgespür die ganze Zeit an. Was ich jetzt eigentlich gar nicht brauche. Wir dürften eigentlich gleich zum ersten Hochstand kommen. Es macht hier gerade so einen Krach. Selbst mit Kopfhörern. Hier ist der erste Hochstand. Ich würde einfach mal auf den Hochstand hochgehen. Und wir gucken mal, ob wir was sehen. Wapitis. Nee, Wapitis brauche ich nicht. Freunde. Wapitis brauche ich gerade nicht. Ich bin auf der Jagd nach was anderem. Nichts zu sehen. Wie gesagt, das war bestimmt durch meinen Schuss, den ich dann natürlich gesetzt habe. Da sind die abgehauen. Würde mich nicht wundern. Also wäre das gar nicht so verwunderlich, wenn halt jetzt nichts hier ist. Ich benutze die Leiter. Und wir schauen mal nach oben. Vielleicht sollten wir den Locker mal ausprobieren.
Einfach ausprobieren. Weil wenn sie nicht da sind, wenigstens probieren, wie er funktioniert. Das wäre vielleicht ganz hilfreich. Sorry, Leute, ich muss noch ein Stück dunkler machen, damit ich hier einigermaßen gut sehe. Gerade in der Dunkelheit. Und durch das Gegenlicht ist das echt nicht so einfach. Nix, nix zu sehen. Ne. Ich würde mal gucken, wie man den locker einsetzt. Ganz kurz. Warte. Sprache? Nein, Controller. Hier. Wie mache ich das? Stirnlampe. Nächster locker. Aha. Ausrüstung verstecken. Okay, wir schauen mal. Ich drücke, aber muss ich den ausrüsten vorher oder so? Wie mache ich das? Moment, ich guck mal. Reflexier locker. Hier. Wie mache ich das? Das war die Stirnlampe. Ich weiß nicht, wie man den einsetzt. Gibt es ein Tutorial oder sowas? Nächster locker. Ausrüstung verstecken. Bewegen, abbremsen, Haltung, Jagdgespür, nachladen. Schießen. Ha. Ich habe den bestimmt nicht mitgenommen. Habe ich recht? Ich habe den in der Hütte gelassen. Kann das sein? Scheiße. Halt. Da ist eins. Da ist eins. Aber ich sehe nur eins. Und ich weiß nicht, welches es ist. Wir müssen weiter vor. Leiter benutzen. Hallo. Okay, ich gehe weiter vor. Da ist auf jeden Fall eins. Und ich würde sagen, wir schauen mal. Zeig ich mal. Da oben ist es. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Da könnte er dabei sein. Oh Gott. Und sofort wieder die Aufregung. Sofort bin ich wieder nervös. Das ist krass. Das macht einen irre. Okay, da sind auf jeden Fall mehrere. Ich muss näher ran. Ich muss schauen, dass ich irgendwie näher rankomme. Ja. Gucken, dass ich vielleicht unten in die Büsche hier komme. Dass ich erstmal schaue, ob Hollywood da überhaupt dabei ist. Oh, Junge, Junge, Junge. Beim letzten Mal so verkackt. Hier, da ist die ganze Gruppe. Das ist die ganze Gruppe. Da könnte er mit dabei sein. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Wir schaffen das. Nochmal geht er uns nicht durch den Lappen. Komm schon.
Da hinten sind die erst. Scheiße. Ich muss da unten in die Büsche kommen oder sowas. Das ist alles viel zu weit weg. Aber da könnt ihr mit dabei sein. Wir schauen, wir schauen. Puh, Leute, Leute, es könnte klappen. Ah, ich bin gespannt. Da oben ist die ganze Gruppe. Okay, ich versuche ganz ruhig zu bleiben. Wir schaffen das. Der Wind geht gerade genau nach da. Also, wir müssen ein bisschen schräg bleiben. Aber wir müssen viel näher ran. Viel, viel näher. Günstig, wie die stehen. Da sind halt so viele Bäume. Und wenn die sich jetzt noch leicht bewegen, wäre das sehr ungünstig. Es stockt heute irgendwie. Ich glaube, ich sollte das Spiel noch mal starten. Das ist nicht so cool. Weil gerade bei sowas jetzt sollte es nicht stocken. Das ist ungünstig. Der liegt wieder, nicht wahr? Das ist genau dieselbe Position, wie die beim letzten Mal waren. Bloß beim letzten Mal waren sie hier dazwischen. Und da habe ich den Schuss zu früh gesetzt und da hat es nicht geklappt. Beziehungsweise den Schuss habe ich blöd gesetzt. Komm schon, da oben sind es jetzt 200 Meter. Noch ist der Wind auf meiner Seite. Maultierhirsch ausgewachsen. Maultierhirsch. Maultierhirsch. Komm schon. Hollywood. Da ist er. Da ist er. Oh, der sieht gerade, ist gerade ziemlich gut. Aber immer noch ein Stück zu weit weg. Wo ist er jetzt hin? Hä, wo ist denn der jetzt hin? Der war doch gerade noch da.
Da ist er. Nein, du siehst mich nicht. Habe ich ihn? Der war zu weit oben, oder? Wir gehen gucken. Was anderes können wir ja nicht machen. Okay, jetzt sind sie eh weg. Oh, Junge, Junge, Junge. Jetzt sind sie eh weg. Wir gehen oben zum Stein. Oder zu dem Busch da oben. Und dann schauen wir nach. Ich hoffe, es waren Blasen mit dabei. Oder es sind Blasen mit dabei. Ich hoffe es. Okay, wir untersuchen zwischendurch mal ein paar Spuren. Oh, ich hoffe es. Ich habe den jetzt erwischt. Das wäre halt echt schön. Hier oben war es irgendwo, nicht wahr? Hier sind die Stellen zum Esen. So, haben wir irgendwo Blut? Wartet mal, hier. Guck mal an. Was haben wir denn hier? Kleine Menge Blut, klar. Scheiße. Scheiße. War zu hoch. Das war zu hoch. Ach Gott. Kleine Menge Blut, klar, rot. Ja, das war zu hoch. Wo ist denn der lang? Der hat nicht mehr viel verloren, ne? Ach Gott, mein Gott. Der stand doch so gut. Es war einfach ein Stück zu hoch. Jetzt haben wir den schon zweimal angeschossen. Meine Fresse. Kann ja nicht wahr sein. Ist hier noch was? Hier war da gerade was. Tierspuren, war Pity. Ja. Ist natürlich zu wenig Blut. Das finden wir nicht, beziehungsweise den hat es nicht genug erwischt. Ach, so eine Scheiße. Meine Fresse, das kann's doch nicht sein. Ich sehe nicht mal, wo der noch weiter hätte. Warte mal, was ist denn hier? Maultierhirsch wirkt frisch. Ja, die waren ja auch gerade hier. Ah. Mist. Was ist denn das? Okay. Die goldene Quelle oder was? Merkwürdig. Ja, das war's nicht. Zweiter Versuch auch gescheitert.
Scheiße. Ach, ärgere ich mich jetzt natürlich. Ich hätte noch näher rangehen sollen und ruhig bleiben. Zu aufgeregt. Ja. Kleine Menge Blut und klar. Der ist abgehauen. Keine Ahnung, wie ich das Blut oder beziehungsweise man sieht ja auch nichts. Keine Blutspur mehr. Aber es ist ja auch. Das war's nicht. Ach, kotzt mich das an. Entschuldigung. Aber der Schuss sah gar nicht so scheiße aus. Ja gut, bringt ja nichts. Weil es waren keine Luftbläschen drin, war klares Blut. War also eine ja, nur eine leichte Verletzung. Das war's nicht. Scheiße. Ärgerlich. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen zurück zur. Ach, Mist, ey. Wir gehen zurück zur Lodge.